bin ja seit gestern, bin ich ja wirklich in Zugzwang. Ne? Weihnachtsmädchen, ich muss jetzt liefern, habe ich mir gedacht. Und ich habe mir Ole zur Seite geholt, weil Ole ist, was die Weihnachtskompetenz und was hier die Farbpracht angeht, also der braucht überhaupt keine Weihnachtsdekoration an sich, sondern na, jetzt ne, lege ich die Latte sehr hoch, Ole. Beere spiele ich zu dir, denn heute geht es tatsächlich um Beeren und das, was wir heute zeigen, ist doch sehr weihnachtlich. Also Beeren auf alle Fälle eine Weihnachtsdekoration. Das finde ich schon. Allerdings, und was wir in der Hand haben, ist mehr Schein als Sein. Wollte ich sagen. Wir sind jetzt hier tatsächlich ausnahmsweise beim Thema mehr Schein als Sein. Warum? Weil das sind Beeren, die uns jetzt sicherlich noch lange Freude machen, aber nach Weihnachten irgendwann dann nicht mehr, denn die kriegen wir im Garten meistens wirklich schlecht durch den Winter. Und es ist reine Deko, hast du gesagt. Ja, das heißt, kein Vogel würde rangehen, weil ist alles andere als lecker? Naja, vielleicht gehen sie dann schon irgendwann ran, wenn die andere Nahrung knapp wird. Ne? Aber es ist keine Vogelnahrung par excellence, also nicht an erster Stelle. Aber deine Farbe ist auf alle Fälle sensationell. Ja, und du hast, die ist schick. Ja, die ist schick. Total. Und du hast jetzt auch noch mal was in ganz groß mitgebracht. Die haben aber so viel miteinander nicht zu tun. Genau, hier die Korallenbeere. Ja, wenn man sich die so anguckt, könnte man meinen, die sind verwandt miteinander, aber tatsächlich null, gar nicht. Ist ganz was anderes. Aber ich sehe gerade hier, das ist ja auch eine Korallenbeere, die würde ich ganz ehrlich sagen, ne, die kenne ich noch vom Schulhof, die hat man auch gerne mal einmal als Knallerbse. Weiß, einmal pink. Ist aber auch wieder falsch. Falsch ist es nicht, sondern es ist schon die gleiche Familie, aber die Korallenbeeren, die ich hier habe, die wuchern nicht. Das heißt also, das ist auch mal was für einen Garten. Die fruchten viel üppiger als diese Knallbeeren, die du von früher kennst. Also wenn man nicht so einen Riesengarten hat. Wenn man nicht so einen Riesengarten hat oder wenn man einfach ein bisschen Deko haben will in einer dunklen Ecke, dann sind die natürlich schick um die Jahreszeit. Ich musste gerade innerlich schmunzeln. Wir haben gerade über den Schulhof geredet und über diese Knallerbsen. Da gehe ich doch vorbei am Juckpulver. Na. Ganz ehrlich mal, hätte ich jetzt nicht zufällig hingestellt. Ganz zufällig, ja. Ganz ehrlich mal, würde ich jetzt sagen, das sieht jetzt nicht wirklich dekorativ aus, sondern eher unschön und man würde dazu neigen, es schnell abzuschneiden, auch im Garten. Sollte man aber stehen lassen. Ja, genau, richtig schön putzen jetzt. Aber das ist natürlich nicht so schön für die ganzen Vögel, an die wir ja auch denken sollen, weil die freuen sich natürlich auch über Matschbeeren. Okay, Matschbeeren, schön. Das, was wir hier haben, ist aber alles andere als matschig. Und da wurde ich schon wieder belehrt. Ja. Ich habe gesagt, Mensch, Buchsbaum mit Beeren. Auch wieder falsch. Na, ist ein Ilex und zwar ist das Berg-Ilex. Wir haben hier, ich habe hier in der Vase noch mehr Ilex. Das ist alles zu Deutsch Stechpalme. Mhm. So variantenreich ist diese Familie. Bei Ilex denken wir immer an Stacheln. Ja. Tatsächlich sowohl der als auch dieser hier, die Sorte Fantoll, haben glatte Blätter. Das also ist stechen toll. Gar nicht. Und also wunderbar auch im Garten, wenn man sowas für die Jahreszeit jetzt zum Dekorieren haben möchte. Gefahrenfrei für die Vase. Das ist schön. Nicht ganz so gefahrenfrei ist dieses wirklich, man muss sagen, imposantes Weihnachtsgeschöpf. Mhm. Schon quasi. Ja. Und es ist britischer Natur fast. In British must have, ne? Weil die Engländer sagen holy, das ist für die also in der Weihnachtszeit eigentlich so gar nicht wegzudenken. Ja. Mit dem roten Schmuck. Mit den roten Beeren. Auf alle Fälle. Also weihnachtlicher geht es fast gar nicht. Ja. Wir sind aber auch schon ein bisschen bei der Dekoration an der Vase angekommen und bei den Rosensträuchern. Du hast hier etwas, das ist auch schon wieder ein bisschen stachelig, ist aber nicht ganz so wuchtig. Genau. Es gibt bei den Rosen ja ganz viele mit wirklich viel Hagebuttenschmuck und angefangen mit der heimischen Hundsrose, wird riesengroß, macht auch Ausläufer, insofern können wir die im Garten meistens nicht so gut gebrauchen. Es gibt aber wunderschöne Alternativen, also die Floristen, die werden ja wahrscheinlich geradezu verrückt werden, wenn die sowas sehen, weil das ist natürlich zum Dekorieren toll. Sieht auch als Solist in der Vase hervorragend aus. Ja, das ist eine Strauchrose, das ist hier die Sorte Fortuna, habe ich selbst im Garten stehen, also fruchtet wirklich ganz üppig, blüht den ganzen Sommer über wunderschön und wenn du nicht den Fehler machst, das hatten wir gerade schon, und schneidest sie im Herbst zurück, dann hast du jetzt auch noch was Schönes für die Vase. Also die Schneidetendenz ist bei uns ja relativ häufig so. Das ist auch so ein bisschen anerzogen, glaube ich, dass man relativ schnell schneidet. Wollen wir es mal so in die Schublade schlechte Gewohnheit packen? Ja? Ich wollte gerade sagen. Weil es der Nachbar macht, machst du es vielleicht auch. Ja. Und, schön akkurat und kurz schneiden, aber der Pflanze und vor allen Dingen auch den Vögeln im eigenen Garten tut man nicht unbedingt was Gutes. Beim Schneiden sind wir aber beim Thema. Du hast vor der Sendung, als es noch hell war, sind wir mal mit dir rausgegangen und haben diesen Strauch abgeschnitten. Also der ist ja, so wie er ist, riesig. Da sehen wir es gerade. Du bist mit der Schere sehr weit am Ast genau, lang gegangen. Genau, das ist die Schönfrucht- oder Liebesperlenstrauch. Viele kennen ihn unter dem Namen. Und du siehst, dass ich da wirklich große Astpartien rausschneide. Nicht etwa, weil ich da ein Loch in den Strauch schneiden möchte, sondern ich gucke halt schon genau, wo ich schneide. Und zwar ist es tatsächlich in dem Fall besser, den
Trieb ganz rauszunehmen und nicht einzukürzen. Mhm. Ja, ganz wichtig. Ganz ehrlich, wenn ich das sehe, der ist ja wirklich riesig. Ich hätte es mich nicht getraut. Ich hätte gedacht, der Strauch verzeiht es mir nicht, sondern hätte beispielsweise hier an dieser Stelle eher geschnitten. Also wenn du hier zum Beispiel jetzt abgeschnitten hättest, ja, was ich ja vermieden habe, dann führt es dazu, dass die Knospen, die du hier und weiter unten findest, dass die alle austreiben im nächsten Frühjahr. Und dann wird dann schöner Liebesperlenstrauch ein Besen. Dann wird er halt erstens weniger schön im Wuchs und zweitens fruchtet er auch weniger. Deswegen ist es halt wichtig, und ich zeige es dir nochmal, dass man entweder so einen Trieb ganz unten wegschneidet oder so ganz an der Basis, wie wir es eben draußen gesehen haben, oder wir leiten ab. Das ist so ein kleiner Trick, kennt man auch im Obstbaum. Wir schneiden halt tatsächlich den Trieb an einer Seitenverzweigung weg. Das führt dazu, dass er weniger intensiv wächst und es führt dazu, dass er auch mehr Früchte bildet im nächsten Jahr. Okay, also wir merken uns auf alle Fälle, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vorausschauend schneiden, dann hat man auch noch was in der Vase und im nächsten Jahr. Also abgeschnitten haben wir ihn jetzt. Wenn wir das Ganze in der Vase dekorieren, wie lange hält sich sowas? Wie müssen wir darauf aufpassen? Die Tendenz ist ja auch eher Vase immer Wasser rein. Ja, genau. Ist ja auch nicht verkehrt, aber wir haben leider hier das Problem, dass die Beeren natürlich so das Endstadium sind. Mhm. Nach der Blüte kommt der Beerenschmuck und da bringt das Wasser in der Vase nicht mehr so viel. Ein bisschen mehr Haltbarkeit, die Temperatur ist entscheidend. Also ein kaltes Wohnzimmer, das wir alle um die Jahreszeit natürlich nicht haben wollen. Haben wir nicht wirklich, also nicht in Kamin näher stellen. Wenn es um die Haltbarkeit, genau, nicht in Kamin, nicht an die Heizung, möglichst in, an die kühlere Ecke auf dem Tisch irgendwo Richtung Fenster. Dann hält der Beerenschmuck auch viel länger. Okay, merken wir uns. Wenn sie dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön sind, dann lieber wieder nach draußen, dass ein Vogel sich dann doch noch mal dran erfreuen. Wenn sie für uns weniger schön sind, dann freuen sich wieder die Vögel. Ja. So ist es. Du hast noch mal was mitgebracht. Ja. Äpfel, Zierapfel. Da würde man sagen Marmelade oder Vase? Marmelade, genau. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Ja? Das ist hier die Sorte Everest. Mhm. Zierapfel sind in den letzten Jahren sehr beliebt und das zu Recht. Ganz einfach, weil sie auch wie die Sorte Everest eben um die Jahreszeit noch sehr feste Beeren haben, also auch sehr dekorativ sind, liegt daran, dass die Fröste von bis zu minus 8 Grad problemlos überstehen. Dazu gehört auch zum Beispiel die Sorte Turingo. Wer so lieber kleine gelbe Beeren in der Vase haben möchte, der nimmt sowas hier, finde ich auch unglaublich dekorativ. Und auch da haben wir natürlich schon auch so ein paar Ausreißer, und zwar hier diese gelbe Sorte, Golden Hornet, ist eine ganz alte Sorte. Du siehst schon, die sind schrumpelig, die sind auch teilweise schon ein bisschen matschig geworden. Hängt damit zusammen, dass die eben auch schon bei 2-3 Grad minus dann nicht mehr so toll für die Vase geeignet sind. Die hätten wir also nicht abgeschnitten, sondern die hätten wir den Vögeln gelassen. Die hätten wir gelassen. Ole Wicker, vielen lieben Dank für die tollen Tipps. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, alle unsere Gartentipps finden Sie natürlich nochmal zum Nachgucken und zum Nachlesen auf unserer Seite ndr.de/meinnachmittag. Und wir wünschen an dieser Stelle erst nochmal einen schönen Rest Nikolaus. So ist es.